Willkommen auf meinem neuen Kanal, Leute. Heute gibt's wieder eine Folge Crazy Records. Und hier ist mein erster Gast auf diesem Kanal. Es ist der... Alter! Mein Kanal! Mein Peiniger! Mein Gott! Nenn mich Quink. Intro! Katzen! Yay! Trotz vieler Konkurrenten verteidigte Smokey die Katze von Ruth Adams ihren Rekord für das lauteste Katzenschnurren. 2011 schnurrte sie mit einer Lautstärke von 67,7 Dezibel. Als nächstes geht es um deine Mutter. Was? Im Juli 2012 wog Pauline Potter aus Kalifornien 293,6 Kilo. Sie ist die schwerste lebende Frau, die ihr Gewicht von Ärzten bestätigen ließ. Obwohl andere Frauen behaupteten, schwerer zu sein, war keine von ihnen in der Lage, den medizinischen Nachweis dafür zu erbringen. In anderen Worten, deine Mutter muss dringend zum Arzt. Der nächste Weltrekord wurde von Rob Williams aufgestellt. Nein, nicht der. Gott, der will mich echt umbringen. Rob Williams bereitete in nur einer Minute und 57 Sekunden ein Sandwich mit Mortadella, Käse, Salat und Oliven zu. Mit den Füßen. Sally! So, machen wir Mittag? Ja. Tatsu Iro Watanabe hat den höchsten Iro der Welt. Im Oktober 2011 ließ er sich in einem Haarsalon eine 113,5 cm hohe Irokesenfrisur verpassen. Wenn er durch Türen geht, muss er sich bücken. Das kannte ich auch mal. Ein Volvo P1800S von 1966 hält den Weltrekord für den höchsten Kilometerstand eines Autos. 2012 hatte er einen Kilometerstand von knapp 4,8 Millionen Kilometern. Mal was Normales. Joni Roch hält den Weltrekord für den höchsten Bungee-Sprung. Während er brennt. Ein gefährlicher Stunt aus 65 Metern Höhe. Er ist übrigens ins Wasser gesprungen. Der nächste Weltrekord ist wirklich sehr beachtlich. Jin Sang-hao hat es insgesamt 46 Minuten und 7 Sekunden in kompletten Körperkontakt mit Schnee ausgehalten. Dabei hatte er eine erstaunliche Trainingsstrecke hinter sich gelassen, um sein Temperaturempfinden im Körper abzuhärten. Zum Beispiel das Tauchen in Eiswasser oder das Joggen in der Wüste. Ach du Kleiner, jetzt werde ich dich gefährden. Die Simpsons halten den Weltrekord für die am längsten laufende Sitcom. Mit mittlerweile weit über 500 Folgen ist die Serie schon an einem neuen Rekord dran. 2014 wird sie die historische Marke von 25 Staffeln erreichen. Und einer wird sterben. In diesem Moment möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass Simpsons seit klein auf meine absolute Lieblingsserie ist und ich würde mich über weitere 25 Staffeln freuen. Last but not least, Wei Sheng Chu aus China, wer hätte das gedacht bei dem Namen, ließ sich am 11. April 2009 insgesamt 2009 Nadeln in den Kopf stechen. Ich kann mir das wirklich so vorstellen. Hey, ich will meinen Weltrekord aufstellen. Och, was gibt's denn noch nicht? Ah, Nadeln in den Kopf stechen. Jo, das müssen aber schon 2000 Stück sein, ne? Wenn ihr das T-Shirt hier haben wollt, Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Hier gibt's den Kanal von Quink, hier zum letzten Video. Und hier in der Mitte abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, haut raus, bis... Oh! Abonniert meinen neuen Kanal. Er war frei. Mein Kanal! Mein Peiniger! Mein Gott! Nenn mich Quink. Intro! Das war geil! Katzen! Yay! Entchen!